Ein Bummel durch die Straßen von Nekataka wird unterbrochen, als eine Gruppe Gestandener sich vor dir aus den Schatten löst. Die bewaffneten Männer und Frauen in ihren Umhängen sagen nichts, als sie mit gezogenen Klingen einen Kreis um dich bilden. Die Angreifer identifizieren. Religion, okay. Was willst du? Sie bewegen sich leise auf dich zu, das Licht wird vor den Rändern ihrer Waffe reflektiert. Fliehen? Erfolg, du machst ein paar Schritte die Straße hinunter, duckst dich in eine Gasse und sprintest los weg vor diesem Überfall. Bald darauf verhallen Fußtritte hinter dir. Okay. Ja, ich wollte mich jetzt gerade nach der ganzen Strapaze mit Eotas nicht gleich in eine Schlägerei verwickeln lassen. So, wenn wir hier ankommen. Ich mal kurz in die Erfolge gucken, weil wir haben hier. Genau, schließe die Questreihe der Huana-Fraktion ab, schließe die Questreihe der Prinzipi-Fraktion, schließe die Questreihe der Königin Todesfeuergesellschaft oder der Valianischen Handelsgesellschaft ab. Ich denke mal, je nachdem, was wir aussuchen, können wir hier das Achievement kriegen. 5 Zaubertränke brauen noch. Abenteurer schaffen, Brücken abbrechen. Wir haben schon recht viel. Seelenbinder. Ja, die Sachen mit der verschleierten Halle. Ja, das Achievement werde ich nie kriegen. Nee. So, der Turm ist hier. Auch wenn ich nicht benachrichtigt wurde. Kann auch sein, dass... Oh, was stand da jetzt? Müsste ich ja gleich nachlesen können. Ich kann es nicht glauben, dass Illette tatsächlich einen weiteren Freiwilligen gefunden hat. Ah ja. Mal sehen, ob sie wirklich immer noch in den Vorbereitungen ist. Naja, immer wenn ich Main-Szenario, also eine Hauptquest abgeschlossen habe, sollte ich mal gucken, was so passiert. Ja, da ist Flora Illette. Excellent time. We're getting consistent readings and I believe we're ready to try again. Hagrim, du kommst gerade recht. Wir erhalten durchgehende Ergebnisse und ich glaube, wir sind jetzt bereit, es erneut zu versuchen. That is, if you're up for it. Natürlich nur, wenn du dazu bereit bist. Flora gelingt es nur schlecht, ihre Erwartung zu verbergen. Sie federt ein wenig auf den Füßen. Bist du sicher, dass es diesmal funktionieren wird? Clinging to certainty is a novice's mistake. We keep open minds here. But seriously, I think we're on to something. Das ist ein Anfängerfehler, sich an Sicherheit zu klammern. Hier sind wir immer für alles offen, aber einmal ganz ernsthaft. Ich glaube, wir sind hier auf etwas. Wir sind hier etwas auf der Spur. Flaun grinst sich ermutigend an. It's just the same as before. You focus on the Adra pillar. The machine gives you a boost. Der Ablauf ist genau derselbe wie vorhin. Du konzentrierst dich auf die Adra-Säule und die Maschine verschafft dir die nötige Energie. Vielleicht sollten wir es erstmal jemand anderen ausprobieren lassen? We don't really have any spare watchers about, I'm afraid. And it's not as if we can sit a dog in front of the Adra. Ich fürchte nur, hier laufen leider keine Ersatzwächter herum. Und es ist ja schließlich nicht so, als ob wir einen Hund vor den Adra setzen können. Fenrir? Fass? Den Adra? I'd sit you in front of the Adra first.
Zuerst einmal würde ich dich vor den Adra setzen. Ohne den Blick abzuwenden, lässt ihr der seine Fingergelenke knacken. Ja, red nicht über Tierversuche. Wie ich schon sagte, von einem Hund könnten wir nicht mehr erwarten, als dass er uns anstarrt. Flaum macht eine lässige, beruhigende Geste. Eigentlich bist du selber schuld, dass du sein perfektes Testobjekt bist. Okay, dann versuchen wir es mal. Ich bin bereit. Großartig, alle mal an die Arbeit. Lass uns anfangen. Was jetzt? Entspannen oder konzentrieren? Und du? Du musst dich einfach nur entspannen. Natürlich musst du dich auch vollständig konzentrieren. Look for the next Adra Appealer. Once you have the connection, just step through. Halte auch schon nach der nächsten Adra soll und sobald du die Verbindung geschaffen hast, kannst du hindurchtreten. Erneut spürst du die Essenz des Adra geradezu physisch neben dir. Diesmal ist der Strang aus Energie, der an dir zieht, zwar kraftvoll, aber steuerbar. Und durch diese Energie spürst du genau das, was Frau beschrieben hat. Eine Verbindung, die durch den Turm und darüber hinaus läuft, wo sie sich in alle Richtungen aufteilt. Aus der Welt um dich herum verschwindet alle Farbe. Du treibst ins Zwischenreich. Du spürst, wie die Verbindung straff angezogen wird, wie ein Seil und dann einen Ruck. Yay, wohin werde ich diesmal geportet? Vielleicht in meine Festung zurück. Dann können wir uns einfach an den Kamin setzen, Tee trinken und alles vergessen. Das seems awful underground for a tower. Was? Wirkt verdächtig unterirdisch für einen Turm. Wo sind wir denn hier? Ja. Flau ist davon überzeugt, dass ihre Gruppe die notwendigen Anpassungsberechnungen erledigt hat. Um einen erfolgreichen Sprung zwischen zwei Adrasäulen durchzuführen. Vielleicht soll ich mich auf das Schlimmste gefasst machen. Ja. Die Beseele haben ihre Mittel und ihre Begeisterung gesammelt und sind voller Tatendrang, einen zweiten Versuch zu unternehmen, das Zwischenreich zu durchqueren. Ich kam vom Kurs ab schon wieder. Wenigstens bin ich nicht unter Wasser gelandet. Allerdings bin ich unter der Erde. Wenn ich wieder an die Oberfläche gelange, kann ich vielleicht herausbekommen, wo ich bin. Xauris haben sie den Schrein übernommen. Sie werden anscheinend von Ioten angeführt. Ich habe in einer provisorischen Zelle einen gefangenen Huana gefunden. Sie erzählte mir von ihren zwei Kollegen, die vor den neuen Bewohnern des Tempels tiefer in diesen gebracht wurden. Ich habe einen gefesselten Huana gefangen in der Haupthalle gefunden. Er erzählte von seinen Kollegen, einer von Ioten aufgefressen, der andere in einem Käfig im Südwesten eingesperrt. Ich habe eine Tafel mit einem leeren Sockel entdeckt. Er ist anscheinend irgendwie mit dem langen gelegenen Durchgang verbunden. Wo zur Hölle bin ich? Oh, ich bin im Feowane gelandet. Hä, praktisch. Im Feowane sind wir ja zum Glück halber durch. Das Portal hat sich hinter dir geschlossen. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, durch die leuchtende Adra-Säule zurückzukehren. Angenagte und zerbrochene Knochen liegen auf dem Boden. Ja, hier muss die Tafel wohl rein. Auf dieser Tafel gibt es eine leere Fassung, so als ob etwas entfernt worden wäre. Ach so, hier wurde was entfernt. Okay. Das heißt, hier unten sind noch mehr Xaurips. Ja, da oben. Ist auf jeden Fall ein Xaurip. Ein gut gebauter Entwässerungskanal, auch wenn er schon bessere Tage gesehen hat. Mhm. Da oben sind Xaurips auf jeden Fall. So, der eine Xaurip ist nicht schwierig. Und wenigstens steht tot. Der Tunnel verengt sich weiter vorn ziemlich schnell, sodass man nicht mehr hindurchkommt. Das ist aber ein Tunnel, durch den sich Xaurips gequetscht haben. Verschiedene Glasflaschen und glänzende Sachen haben sich
hier angesammelt, auch wenn sie alle aus verschiedenen Quellen stammen. Mhm. Okay, ein guter Morgenstern. Ein Hebel. Xaurib-Schatz, okay. Und wir haben... Ich bin aus einem seltsamen Hebel gestoßen. Anscheinend nach passt er in etwas anderes. Okay, und was ist hier? Okay. Das ist der Schnellweg durchs Fischmaul. Ja, Schrein der Engati. Ah. Helfen wir Ondra mal ein bisschen, indem wir ihren Schrein von Xaurips befreien. Und Maden. Zwei Peststürmer. So, noch weg mit dem Peststürmer. Oh, da ist noch ein Peststürmer. So. Dann noch hier. Reif des Knochenlegers. Gewährt Chirurg. Heilung erzeugt 5% Treffer in kritische Treffer umgewandelt mit Waffen. Der Hebel gleitet in einem zufriedenstellenden Klick genau in die Fassung. Yay. So, das heißt, das war für Novanne auch die untere Etage. Die obere habe ich ja bereits gesäubert gehabt. Yay. Gell, hier ist nichts mehr, oder? Oder ist jetzt hier auf einmal noch der Eotenkönig aufgetaucht? Nö. Hier ist alles ganz okay. Ja, finde einen Ausweg. Kehre zur Floor, Elate in die Kataka zurück. Will Captain Forante in Stauhaus sprechen, lesen. Geschätzter Wächter, ein Gott mit einer Agenda rückt die Dinge doch ins rechte Licht. Mehr denn je ist es von höchster Wichtigkeit, dass wir den fliegenden Henker steuern, sei es auch nur, um Eotas nach Hokkaido zu verfolgen. Ich berief ein Treffen der Consulago Miss Cassitas ein. Ich bitte dich, nach Stauhaus zu segeln und dich so schnell wie die Winde dich tragen können, mit uns zu treffen. Möge das Schicksal auf unserer Seite stehen. Forante, Captain Forante. Das ist interessant. Ich habe einen Brief von Forante erhalten. Er hat das Kapitänskonzil am Freudenfeuerleuchtturm in Stauhaus anberufen und mich darum gebeten, ihn so schnell wie möglich dort zu treffen. Der frühere Prinzipi hat mich zu einem Treffen im Freudenfeuerleuchtturm in Stauhaus gebeten. Etwas, das für die Prinzipi von äußerster Wichtigkeit ist, hat stattgefunden. Ja, es geht um den fliegenden Henker. Die Burgvogtin möchte mit dir sprechen. Okay.